Hallöchen, meine Freunde, hier ist wieder euer Paui und ich heiße ganz herzlich willkommen zurück zu Aspace oder Unbound. Also, nach einem längeres Video vom letzten Mal werde ich aber hier wieder einen Cut setzen. Sorry deswegen. Ja, ich möchte aber eben nebenbei auch das Scene Investigator natürlich aufnehmen, welches ich ja gestern hochgeladen habe. Und das ist auch ein Spiel, wo ziemlich zeitintensiv ist. Nicht nur das Aufnehmen, sondern auch das Schneiden und so. Und ich weiß eben nicht, ob ich jetzt da immer genug Zeit habe, um das alles immer so vorzubereiten. Deshalb bin ich froh, wenn ich mal ein Video setzen machen kann, wo so etwa 30 Minuten geht oder vielleicht so etwa maximal. Und ja, eben sorry ich nochmal wegen die Husterei. Ich hoffe, das ist jetzt wirklich besser. Ich hoffe, es ist komplett weg. Also bis jetzt gar nichts gehabt, diesen Punkt. Und deshalb trinke ich schon mal einen Schluck Mango Lassi. Zum Wohl. Ich liebe Mango Lassi. Ist zwar kein indonesisches Getränk, sondern indisches, aber ganz gut. Apropos indonesisches Getränk, also eins von den, die machen sehr gut, also ich muss sagen, die machen sehr gut Fruchtsäfte dort unten. Also wenn wir das vergleichen, Europa, ja, da sind wir möglich meilenweit davon entfernt, so gute Getränks zu haben wie die. Und wie ihr sehen könnt, haben wir jetzt hier auch zwei Geistliche. Da hier haben wir wahrscheinlich die protestantische Kirche, vielleicht auch die katholische Kirche, keine Ahnung. Und er hier weiß ich jetzt gerade nicht. Ich kann mich da eben da nicht ganz groß unterscheiden. Wo ich in Indonesien war, war es wirklich normal, dass zum Beispiel neben einer Moschee auch mal ein buddhistischer Tempel war oder gelegentlich auch mal eine Kirche. Also wirklich, selbst in das Hotel, wo ich in Pontianak war, war gleich neben eine protestantische Kirche. Und keine 100 Meter weiter weg war eine Moschee. Also wirklich, Indonesien ist in puncto Religion wesentlich toleranter. Aber natürlich haben sie auch, Moment, ich muss jetzt die Katze hier streicheln, muss jetzt mal schauen, habe ich die schon gestreichelt? Ah, du bist Moliono. Oh, miau. Ja, Kätzchen, ich weiß. Leider ist meine Kätzchen momentan alleine. Die Karte ist seit September schon davongelaufen. Und deswegen werde ich heute, wo ich hier das Video aufnehme, nach einer anderen Ausschau halten. Na du, was machst du denn hier? Ich renne wieder weg. Ah, natürlich, für die Pokenscheuche hat sie Angst. Die Ente ist die Gasse gelaufen. Okay, jetzt möchte ich aber wir wissen, was genau passiert ist, wenn ich jetzt die Ente nachlaufe. Wird das jetzt irgendetwas sein, was ich noch gar nicht weiß, dass ich lösen muss? Wahrscheinlich schon, ja. Lass mich ran. Wieso starrt mich diese Ente so an? Naja, weißt du. Du siehst halt sehr, sehr hübsch aus in deinem Entenkostüm. Quack, quack. Sie hat sich in ihn verliebt, ja, genau das. Wo war das nochmals? War sie in Deutschland oder in der Schweiz? Da gab es doch irgendeine Geschichte von einem Schwan. Der hat sich in ein Schwanboot sich verliebt. Also, die ist immer neben ihn hergeschwommen. Also ich weiß jetzt nicht, wo das war. Ich habe es aber irgendwo mal gelesen. Also entweder in Deutschland oder Schweiz. Irgendwo. Aber eben, wo die Liebe hinfällt. Nette Ente. Halt mal still, okay? Steig die... Du hast gefunden, was eins verloren war. Okay, ich habe einen Erfolg bekommen, weil ich die Ente gestreichelt habe. Geil. Also das war natürlich der hier mit dem Hahn. Und ich muss, ach stimmt, ich muss ja jetzt zum Gemeindezentrum, nicht Gemeindezentrum, zum Gemischwarenladen. Okay, rein theoretisch. Könnte ich jetzt einfach hier rüber und dann hier runter. Ich glaube hier runter, hier muss man ja. Okay, ja, jetzt weiß ich wieder. Wieder alles im grünen Bereich. Moment. Miau.
Autsch, kratz mich bloß nicht. Uff, es muss einen anderen Weg geben, diese Katze zu streicheln. Okay, kein Problem, wir wissen ja schon. Katzenminze. Schnurr, schnurr. Oh, sie lässt zu, dass ich sie streichle. Streichle die unfreundliche Katze. Noch einen Erfolg bekommen. Hey, also mal ehrlich. Jetzt will ich hier, also habe ich gleich innerhalb von ein paar Minuten zwei Erfolge bekommen. Geil. Habe ich noch nie gesehen. Okay, wie wollen wir dich taufen? Durden. Kevot. Mungil. Ich taufe dich Durden. Okay, gut, jetzt haben wir die unfreundliche Katze gestreichelt, aber wir haben immer noch keine Spur vom Hund. Ah, der Gemischwarenladen ist jetzt offen, beim letzten Mal war ja zu. Und eben wegen Indonesien. Ich hatte zum Beispiel auch, Moment, das war, was war das mal? So eine Art. Ah ja, stimmt, die ist ja aggressiv. Hab ich da was? Nein. Da gab es ja so eine Tee aus grünen Äpfeln gemacht. Also das müsst ihr aber unbedingt mal probieren. Also das war auch sehr lecker. Also ich bin eigentlich gar kein Teetrinker, aber ich muss sagen, also der Geschmack von grünen Äpfeln war wirklich sehr wirklich ausgezeichnet. Wahrscheinlich werde ich das dann auch im Sommer anbieten bei unserem Restaurant. Wenn wir dann in Indonesien ein Restaurant eröffnen würden. Ja, das wäre jetzt eine Idee. Ein gutes Sommergetränk. Ein grünen Apfeltee. Mm. Oh, es ist offen. Onkel Buddy muss hier sein. Ah, ja. Was stimmt denn jetzt nicht? Was ist los? Der Laden. Da stimmt irgendwas nicht. Ich bin nicht sicher, was es ist, aber wir sollten vorsichtig sein. Wenn du noch irgendwas anderes zu erledigen hast, dann tu es. Nein, ich muss etwas anderes zuerst erledigen. Ja, wir haben ja eben noch den Hund. Moment, vielleicht kann ich aber auch die Quietsche, die Gans auf das Quietsche-Spielzeug geben. Und die Lilie, mal schauen. Vielleicht passiert da ja was. Kurz mal rüber. Na? Nichts geschieht. Ein bisschen Medaillon? Auch nicht. Gar nichts. Ah, ich habe sie schon gestreichelt. Ah, okay, gut. Da ist sie also nicht mehr aggressiv. Ich habe das komplett verdrängt, Leute. Sorry. Aber trotzdem, der Typ vermisst immer noch seinen Hund. Oder muss ich es einfach mal so benutzen? Ah, geht ja gar nicht so. Man muss ja irgendwo was auswählen können. Zwei Ausrufezeichen, okay. Aha, der Typ ist auch weg. Sag bloß nicht, das hat was mit diesem Typ zu tun. Ah, aber trotzdem, wo könnte jetzt der Hund sein? Der ist auf der Suche nach dem Hund. Also irgendwie bin ich auf den Hund gekommen. Okay, nein, nein. Besser keine solchen Sprüche klopfen. Man kann doch ein bisschen was Besseres raushauen. Gar nichts. Ling Tang Fest. Das habe ich ganz vergessen. Ich habe das gar noch nicht gefragt, ob sie das wirklich feiert. Oh. Das muss ich wirklich mal schnell nochmal nachfragen. Aber eben jetzt wird sie dann wahrscheinlich dann mal in die Schweiz kommen im April. Mal schauen. Vielleicht machen wir dann ein Video zusammen. Das wird dann einfach auf Englisch sein. Deswegen und eben wegen ein anderes englisches Video. Ah, das der Typ wird mich jetzt umhauen. Okay. Kurz durch das Klassenzimmer, aber ich glaube nicht, dass der noch hier drin ist, der Hund. Gut, er ist also nicht drin in der Schule. Ausgezeichnet. Abgehakt. Aber ich werde jetzt heute hoffe ich zumindest, ein Video aufnehmen auf Englisch. Weil meine Freundin, sie möchte gerne, dass ich mal ein Video mache auf Englisch, dass sie wieder meine Stimme hört und auch versteht, was ich sage. Das Kino war ja, glaube ich, eine Sackgasse.
Der Weltuntergangstypi, der wollen wir jetzt nicht. Okay, hier ist der Sasselhund auch nicht. Ich sage, ihr könnt sonst das Ganze hier überspringen. Wenn ihr denkt, das ist jetzt. Jetzt rennst du hier die ganze Zeit nur rum, machst gar nichts. Ja, eben. Das ist halt das Problem. Ich möchte ja halt gerne wissen, wo der Hund ist. Vielleicht hier in den Laden reingerannt. Natürlich hier, der uns das Kämpfen beigebracht hat. Hab leider seinen Namen vergessen. Und diese Toilettensymbole habe ich gar nicht gesehen in Indonesien. Also, nein. So sehen die nicht gar nicht aus. Was ich aber zum Beispiel ganz interessant gefunden habe, war das ein Einkaufszentrum. Da gab es ja unter anderem auch eine Gelateria. Ah, hier bin ich ja wieder durchgerannt. Okay. Halt, was war denn das? Da war was. Kokosnuss-Pandan-Sirup, die grüne nussige Flüssigkeit, die zahlreiche Desserts ihren Geschmack gibt. Das ist ein Kronkorken? Kronkorken auf Sirup? Das ist mal was Neues. Oh, hier sind wir gar noch nicht gewesen. Okay, wer bist du denn? Mungil Untung Cecil. Ich treffe dich, Cecil. Den nächsten muss man unbedingt Bob taufen. Okay, Bob. Bitte, Bob. Nein, geht nicht. Habe ich Warlord nicht schon verliehen? Dann taufe ich Warlord. Und was der Typ hier die ganze Zeit anschaut, weiß ich auch nicht. Husky, tauf dich Husky wie eine Hunderasse, natürlich. Eine Katze, wie der Hund heißt. Okay. Keine obszöne Bilder. Kopi Bier. Kaffee und. Bäh, Kaffee und Bier? Eine einzigartige Mischung, die erstaunlicherweise funktioniert? Also, ich möchte nicht genau wissen, was das jetzt genau ist. Und wer bist du jetzt hier? Meine geliebte Frau. Wie konntest du ihm das bloß antun? Ah. Sie ist wahrscheinlich die Sängerin. Ich habe nicht genug Selbstvertrauen, um in der Öffentlichkeit zu singen. Okay, verstehe ich auch. Aber ich hatte einmal Glück gehabt in Pontianak. Da gab es irgendeinen Straßenmusiker, die haben wirklich gar nicht so schlecht gesungen auf Indonesisch. Muss ich sagen. Ein bisschen modernere Musik, aber gar nicht. Wirklich ganz ausgezeichnet. Hätte es bloß gerne gewusst, was der Text war. Ist ein Reifenpanda, jetzt gibt auch noch der Motor den Geist auf. Dieses Lingtang-Fest ist verflucht. Brauchen Sie mehr Hilfe? Nein, schon gut. Ich brauche sowieso eine zusätzliche Pause. Eine Panne mit dem alten Auto ist eine gute Ausrede dafür. Dann überlasse ich das Ihnen. Pause von was, bitteschön? Ich habe dich bisher noch nie arbeiten sehen, du, hä? Musstest du dir auch sogar den Reifen besorgen, hä? Weil du Probleme hast mit dem Rücken. Aber gut, Rückenprobleme habe ich ja selber auch, also ich kann das ja verstehen. Teilweise, bei schweren Sachen hochzuheben. Ich hatte nicht zuerst gedacht, was das für ein Ding ist. Ist aber nur ein Motorrad. Sah aber zuerst aus wie eine gigantische Schnecke. Noch ein Kronkorken? Limetten Ketchup Manis. Die legendäre süße Sojasauce, die man in Soto-Restaurants häufig antrifft. Ah. Okay, Sojasauce. Ich liebe Sojasauce. Ich koche sehr häufig asiatisch mit Sojasauce und Fischsauce natürlich auch noch zwischendurch. Was ist denn jetzt los? Hey, gehst du zum Lingtang-Fest? Klar doch, ich freue mich schon, die Kebabul aus dieses Jahr. Kebabule. Keine Ahnung, was Kebabule ist, aber jedenfalls, das Wort Bule, also so geschrieben, bedeutet Ausländer. Also wenn ihr jetzt immer zu euch sagt Bule, dann ist es nicht unbedingt keine Beleidigung. Aber eben, so geschrieben ist es Bule.
Auf die was? Du weißt nicht, was Kebabule ist? Die Kinder haben heutzutage wirklich keine Ahnung mehr von unserer Kultur. Hey, ich weiß, was Kebabule ist. Und ich bin noch jung. Wieso erklärst du das dann nicht deinen Freund? Atma, trödel hier nicht so rum. Los, los! Warte, wie wisst, was Kebabule ist? Okay, sagen wir das. Und das sagt jetzt automatisch? Schade. Du meinst, du weißt es nicht? Was? Du meinst, du weißt es nicht? Die Kinder heutzutage? Also irgendwie... Also irgendwie klingt sie jetzt wie eine ältere Dame jetzt. Hör schon auf! Kebabule ist eine verzauberte Büffelrasse im Besitz der Königsfamilie. Die Bezeichnung Bule erhielt sie wegen der weißrötlichen Haut. In der ersten Nacht des Suro-Festes wird der Büffel durch die Stadt geführt und wir bringen ihm Opfer dar. Im Tausch gegen Glück und Segen, den uns der Büffel für den Rest des Jahres gewähren soll. Wow, kann ich mir auch eine Freundin wünschen? Selbst jemand wie du kann mit Kebabules Segen eine Freundin finden. Okay. War das eine Beleidigung, oder? Ich selbst möchte es auf eine gute Universität schaffen. Ah, mein Wunsch ist nicht so hochtragend. Ich will einfach nur ein gutes Ergebnis auf mein nächstes Examen. Es ist gut, wenn man sich etwas wünschen kann, vor allem wenn man noch jung ist. Aber dafür muss man auch arbeiten. Wünsche ist das eine. Du musst an dich selbst glauben. Dann kannst du alles schaffen. Tante, was wünschst du dir denn? Vielleicht wünscht sie ja, dass ihr Mann wieder einen neuen Ständer bekommt. Oh, schade. Okay, dann hat sie also Glück in der Liebe, Pech in der Karriere. Okay, kann man verstehen. Ich denke, eine gute Karriere wäre eine feine Sache. Und ich möchte... Das reicht jetzt, ja? Gehen wir. Okay, ich gehe ja schon. Ja, also, ich würde mir sicher wünschen, dass Raya ihre Macht nicht mehr missbraucht. Was in Wilderness Ketchup wohl alles drin ist? Ja, wahrscheinlich Tomatenmark aus China. Schließlich ist China einer der größten Exporteure von Tomatenmark. Manche Leute behaupten, es wäre bloß Lebensmittelfarbe und verdorbene Papaya. Aber es gibt Leute, die das trotzdem kaufen. Ah, da ist der Hund! Wuff, wuff, wuff! Hey Junge, wer ist ein guter Junge? Oh nein, jetzt muss ich wieder werfen. Wusch! Er ist weg. Jetzt können wir dort drüben nachsehen. Oh. Ein armes Kätzchen, was sich versteckt von dem Hund. Wollte dich fangen und beißen. Oh, armes Ding. Und noch ein Erfolg. Hey, dritter Erfolg jetzt innerhalb von 20 Minuten etwa. Habe ich noch nie gesehen. Okay, wie wollen wir dich taufen? Jemot, Mungil und Tung. Ich taufe dich Jemot. Okay, jetzt haben wir den kleinen Jemot auch glücklich gemacht. Kann hier leider nicht mehr weiter. Wo sind wir jetzt eigentlich genau? Auf dieser Straße dort oben. Moment mal. Also wenn ich hier schaue, immer noch unverändert. Das heißt, jetzt bin ich also hier. Und eben dort drüben, wo wir es nicht, konnte ja da nicht durch. Dort wird es ja zum Verlassen, was war es nochmal? Eisenbahnwaggon. Hier lang müsste ich also. Ah ja, korrekt. Und eben weiter ging es ja nicht. Okay, sagen wir den kurzen Abstecher, aber das musste sein.
Also immer schön im Kopf behalten, wo durch die man gehen muss für später. Damit man später auch die Karte nicht mehr hochklappen muss. Aber teilweise bei anderen Spielen war es wirklich ein Muss. Besonders ja bei diesen neuen. Habt ihr das neue Kong-Spiel gesehen? Also wie man sich orientieren kann ohne Karte. Oh! Hey, das ist ja ein Kunststück. Okay, der Hund ist ja wieder. Soll ich denn zurück zum Härchen laufen? Okay, die Zeit kennen wir uns noch. Wir laufen jetzt mal schnell noch zum Härchen und danach gehen wir hier schnurstracks dorthin. Die Lilie brauchen wir ja nicht mehr. Das brauchen wir alles dann nachher für das Raumtauchen für sie wahrscheinlich. Was sie jetzt alles ja vergessen hat, beziehungsweise wir haben das ja entwendet aus der jeweiligen anderen Person. Und daraufhin hat sie das ja immer die Erinnerung daran verloren. Also ich denke, was sind wir dann schuld? Oh, warte mal. Mein Junge ist mit dem Hundespielzeug zurückgekehrt. Das warst du, oder? Naja. Du hast mir das Spielzeug gegeben. Also, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand anders das war? Danke, dass du mir ihn zurückgebracht hast. Ich schulde dir was. Dabei habe ich ihn nicht mal zurückgebracht. Er ist einfach von selbst von alleine zurückgerannt. Okay. Kau, kau, au. Und der Hund freut sich wieder. Und der Typ schuldet uns wieder etwas, weil wir seinen Hund zum zweiten Mal am gleichen Tag zurückgebracht haben. Madonna mia, also wirklich, der Typ, wenn er so häufig der Hund verliert, dann fragt man sich überhaupt, ob der Hund, ein Hund, das richtige Haustier für ihn ist. Okay, dann gehen wir jetzt mal rein. Sollen wir zu Onkel Buddy gehen? Ja, gehen wir rein. Spitze, ich mache mir langsam Sorgen. Hoffentlich geht es Onkel Buddy gut. Und wieder war Onkel Buddy, bei dem seine Glatze frisch poliert das Licht hält. kann man nicht anders bezeichnen. So schön, wie das glänzt. Okay, wir können sich auch nichts anschauen. Okay. Reden wir mit ihm. Ah, willkommen. Was möchtest du dir gerne kaufen? Hallo, Onkel Buddy. Haben Sie Reihe heute zufälligerweise schon gesehen? Pöckchen, Pöckchen, Pöckchen? Fragezeichen? Raya! Raya! Ah, willkommen! Was möchtest du gerne kaufen? Aber er erinnert sich nicht mehr, aber er hat nicht geflackert. Er hat nicht geglitscht. Oh nein, schon wieder. Onkel Buddy, es reicht jetzt. Wo ist dein Sohn? Wieso ist er nicht zur Schule gegangen? Sohn? Ich habe keinen Sohn. Wie? Was zur Hölle ist hier los? Erst Herr Gung, dann Madame Puspa und jetzt erinnert sich nicht mal mehr an ihren... Und jetzt erinnert sie sich nicht mal mehr an ihren eigenen Sohn. Warum eigentlich immer so förmlich, so sie? Ich meine, er ist ja wirklich ihr Onkel. Also nicht vergleichsweise mit dem Bäckerei mit dem Opa. Da dachte ich zuerst wirklich, dass das unser Opa war, weil er es direkt angesprochen hat. Aber hier, Lulu ist tatsächlich die Cousine von Erik. Was ist hier los? Es ist Raya, nicht wahr? Onkel Buddy, Erik ist ihr Sohn. Erik Priambodo. Sie müssen sich doch an ihn erinnern. Er ist ihr einziger Sohn. Oh, Erik. Ach ja, Erik. Erinnern Sie sich? Erik ist nicht mehr hier. Ich brauche so ein bockiges Kind nicht. Sie haben ihn rausgeworfen? Ah, schön wär's. Wir wissen ja, was mit Erik passiert ist. Nein, 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 das ist unmöglich. Onkel, ich kenne Sie. Sie würden Ihren einzigen Sohn niemals rauswerfen. Wage es nicht, so mit mir zu reden. Bitte, Onkel, Erik ist vielleicht ein schwieriges Kind, aber er liebt und respektiert Sie wirklich. Erinnern Sie sich noch daran, wie Sie ihn am ersten Schultag zur Schule gebracht haben? Er hat sich an Sie geklammert,
weil er sich davor fürchtete, sie nicht an seiner Seite zu haben. Ja, das war bei mir genauso, beim Kindergarten, als ich eingeschult worden bin. Ah, ich weiß noch, ich war da sehr zurückhaltend. Habe mich natürlich an meine Mutter geklammert. Das waren noch Zeiten. Wie war es denn bei euch? Hä? Habt ihr euch, ich denke, es war bei euch sicher genauso schwierig. Das erste Mal unter fremden Kindern, ihr kennt keine einzige Person, habt ihr wahrscheinlich auch Angst gehabt. Hä? Die meisten von euch. Es graute ihm davor, sie nicht an seiner Seite zu haben. So sehr liebt er sie. Hör auf! Und als er den Motorradunfall hatte, war sie den ganzen Tag und die ganze Nacht bei ihm im Krankenhaus. Ich kann nicht. Ihr zwei habt doch nur euch. Nein, ich hasse ihn. Ihr Kinder heutzutage wisst nicht, wie man seine Eltern respektiert. Erik und du, impertinentes Kind. Wow. Hat es ihr gerade eine Ohrfeige gegeben? Aber mit der Faust? Ah! Ah nein, er würgt sie. Ach du meine Güte. Lassen Sie mich los. Onkel, was tun Sie da? Sei ruhig. Sei ruhig. Ich muss sofort Raum tauchen. Ich darf keine Zeit verlieren. Definitiv. Es hängt Lulus Leben an seidenen Faden. Ach nein, 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 nicht schon wieder. Aber hier sieht es alles am Zerbrechen aus. Heiliges Kanonenrohr. 100.000 jaunde, heulende Höllenhunde. Kapitän Haddock. Ah, wusstet ihr übrigens, dass es von Tim und Struppi zwei Realverfilmungen gibt? Also ich meine, es ist nicht die moderne. Also wirklich, also ich glaube in den 60er Jahren. Wirklich. Wie heißt es nochmal? Tim und Strupp. Tim und die blauen Orangen und das goldene Vlies. Hab beide DVDs zu Hause. Müsst ihr mal anschauen. Gar nicht mal so schlecht. Wo sind Lulu und der Angeklagte? Du bockiges Kind! Hilfe! Helft mir! Das ist Lulus Stimme. Achtung Lulu, ich komme. Und die zwei Wächter haben mir nicht geholfen. Onkel Buddy, was ist mit Ihnen geschehen? Halt Maul! Halt Maul, Halt Maul, Halt Maul, Halt Maul, Halt Maul! Onkel, lassen Sie so los! Sofort! Oh oh! Oh, jetzt verwandelt er sich tatsächlich noch in Hulk? Obwohl, bei der Farbe sieht er eher aus wie der fantastische, der Amazing Bulk. Der Amazing Bulk. Oh, wenn ihr mal einen unglaublich schlechten Trash-Film sehen wollt, dann schaut euch wirklich den Amazing Bulk an. Ich glaube, heißt so der Film, oder? Es soll eine Art Anspielung sein auf Hulk, aber die Schauspieler sind so dermaßen schlecht. Die Story ist absolut grauenhaft. Die Effekte sind ganz... Aber es gibt dafür die legendäre Chasing-Sequenz. Da müsst ihr mal vorstellen. Bulk in seinem langsamen Trottmarsch rennt vom Schloss weg, wird von Piratenschiffen angegriffen, mit Pfeil und Bogen von Robin Hood, Kampfpiloten mit Flugzeugen versuchen ihn aufzuhalten und sonstiges. Also wirklich alles kreuz und quer durch alles Mögliche wird er angegriffen, wo er gar nicht zusammenpasst und so. Und das ist dann am Schluss einfach so dermaßen lächerlich, dass ich gar nicht wirklich fast in die Hose gemacht hätte vor Lachen. Oh. Müssen wir wirklich auf YouTube mal nachschauen? Okay, gut, machen wir weiter. Also Bulk, komm her. Komm her! Mit dir habe ich leichtes Spiel! Eriks Vater! Oh! Was ist denn das denn? Ah!
Ich sagte keine Widerrede. Okay, ich muss das also das Ganze zweimal drücken. Aha. Okay, gut. Da kriegen wir das auch noch geschaukelt. Ah, der erste Treffer haben wir gelandet. Ah, Schwein gehabt. Erik, wie kannst du es wagen, deinen Vater so zu behandeln? Ich bin nicht Erik. Ah, auch wieder pariert. Und nochmal ein Schlag ins Gesicht. Ich bin nicht Erik, Onkel. Öffnen Sie Ihre Augen. Nein! Oh, das war's schon? Okay, also allzu schwer war das jetzt nicht. Nein, mein Sohn. Das ist meine Chance, Lulu und Onkel Buddy zu retten. Jawohl, nochmal ins Raum tauchen. Bei Onkel Buddy. Blub. Und drin sind wir. Da haben wir sein aus dem ganzen Sortiment, wo vorbeifliegt, für seinen Gemischwarenladen. Hier haben wir ihn. Aha. Erik, mein Sohn, wo bist du? Jenseits von dieser Wand. Wie würdest du denn diese Uhrzeit sonst bezeichnen? Was kümmert es dich? Ich gehe bloß mit meinen Freunden raus. Du treibst dich wieder mit diesen Taugenichts herum, nicht wahr? Du prallst mit deinem Motorrad herum, fährst mit einem überholten Tempo rum und bist eine Bedrohung für die Gesellschaft zu... Ich sagte dir doch, du sollst dich so nicht so über meine Freunde reden. Sie sind ein schlechter Einfluss, Erik. Würdest dich umbringen, dich aus meinem Leben herauszuhalten, alter Mann? Was auch immer, ich gehe jetzt. Was meinst du, was das hier ist? Ein Hotel? Erik, komm wieder zurück. Ich rede mit dir. Ah. Ja, Vater werden ist nicht schwer, aber Vater sein umso mehr. Oh. Da habe ich so den jungen Erik, der noch der Schüchterne. Mal schauen, wie er da reagiert hat. Ich sagte dir doch, du sollst im Haus nicht mit deinem Ball spielen. Sieh nur, was du angestellt hast. Es tut mir leid. Und sagte ich dir nicht, du solltest den Laden heraufsichtigen? Was machst du überhaupt mit dem Ball? Was macht... Mach das hier sofort sauber. Und pass auf, dass du nicht auf die Spitzen drauf trittst. Okay, Papa. Erik, wo bist du, Sohn? Ja, das ist wahrscheinlich eine freundliche Erinnerung hier. Weil so ein bisschen irritiert wegen dem Sack dort oben. Weil er halt ein bisschen aussieht, als könnte er gleich auf seinen Kopf fallen. Hey Söhnchen, was machst du hier alleine? Wieso gehst du nicht raus und spielst mit deinen Freunden? Ich will heute mit Papa spielen. Ist das nicht okay? Natürlich ist es okay, Junge. Hier, ich habe etwas Süßes für dich. Süßigkeiten, meine allerliebsten. Söhnchen, Sohn, wo bist du? Nein, nein, nein! Erik, mein Sohn, bitte, wo bist du? Ich will dich nicht verlieren. Bitte komm zurück. Wenn es meine Schuld ist, dann will ich... Tut mir leid. Hallo Onkel, ich würde gerne einige Feuerwerkskörper kaufen. Verkaufst du welche? Tut mir leid, Raya, aber ich muss früher schließen. Ah, wieso? Mein Sohn ist weg. Ich weiß zwar, dass er oft zu spät kommt, aber das ist selbst für ihn ungewöhnlich. Hast du Erik in letzter Zeit irgendwo gesehen? Denkst du, ich sollte zur Polizei gehen? Nein, Onkel. Ich dachte, er würde wegen der Festvorbereitung zu spät kommen. Aber nein. Wieso fragst du ihn nicht, Raya? Lulu hat ihn letztes Jahr ins Komitee aufgenommen. Aha,
Okay, gut. Die Cousine sorgt sich wirklich um Erik. Genauso wie sein Vater. Das schon wieder. Die Leute wiederholen diese Erinnerung ständig. Wenn er mit dem Fest beschäftigt war, bringt er ihn das vielleicht wieder auf den rechten Weg zurück. Ich dachte, du wärst ein kluges Mädchen und sensibel. Ich hatte große Hoffnungen bei dir, aber erst kann man dich nicht mal mehr darum bitten, ihn in dein Komitee aufzunehmen. Wieso sollte ich ihn das fragen, damit er und seine Freunde mich wieder bedrohen können? Dieser Nichtsnutz. Die Welt ist besser ohne ihn, oder nicht? Er ist nichts weiter als ein Dorn in deinem Auge. Und in meinen. Okay, jetzt wird er sauer. Wieso redest du so über Erik? Er ist mein Sohn. Warte, bist du? Du weißt irgendetwas, nicht wahr? Kind, wo ist mein Sohn? Was hast du getan? Ah! Balg wütend! Ah! Nutzlos. Diese Leute sind wirklich nutzlos. Gut, dann will ich ihm mein eigenes Feuerwerk besorgen. Raya, warte! Ja, Schluck Lassi genommen. Tut wirklich gut im Hals. So eine schöne kühle Milchgetränk. Uff, sie ist wieder weg. Naja, es ist ja quasi eine Änderung hier drin. Was haben wir jetzt hier? Nichts. Genau wie vorhin. Was jetzt? Wir nehmen es wieder weg. Ein Ingwer-Bonbon. Das waren also seine Lieblingsbonbons als Kind. Okay, erstaunlich. Aber naja, möchte nicht darüber diskutieren, schließlich nicht beurteilen. Schließlich hat man früher als Kind so viel Zucker gegessen. Das war nicht nur Schokolade, das war da teilweise die Süßigkeiten. Das waren irgendwie so Lakritzstangen mit Zucker drüber und alles und so weiter und so fort. Ich persönlich hatte sowas nie gegessen. Ich bin einfach kein Fan von so etwas überzuckerten Sachen und so. Habe meistens davon immer Kopfschmerzen bekommen. Ich erinnere mich, dass Lulu danach gesucht hat.